Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu Hilfok, die News HD, der Sendung auf YouTube mit den Transfers, Transfergerüchten und allgemeinen Transfer-News oder, wenn ihr es wollt, auch mit allen News rund um den runden Ball. Und vorhin hatte ich es ja schon mal angeteasert in einer meiner ersten Videos am heutigen Tage, und zwar hat ja Schalkes Trainer Di Matteo öffentlich Interesse am Manchester City Verteidiger Matija Nastasic bekräftigt und oder Matija Nastasic, 21-jähriger Serbe, wenn mich nicht alles täuscht, und hat halt gesagt, der Di Matteo, ich möchte ihn haben unbedingt, und sagte aber auch, aber andere auch. Denn Nastasic wurde zuletzt mit der italienischen Serie A bzw. ganz im speziellen AC Mailand in Verbindung gebracht. Und ja, ich denke, wir sind uns alle im Klaren, dass Schalke auf der Position des Innenverteidigers durchaus ja Nachholbedarf. Wenn man es vernünftig angestellt hätte, hätte man keinen, aber hat man halt nicht. Und deswegen hat Schalke Nachholbedarf. Und man spekuliert halt, ob der Deal, ja, ich sag's mal ganz von vorne, bevor ich mich wieder verhaspel. Laut Kicker könnte der Deal, Klammer auf, Nastasic soll sich bereits für einen Wechsel zu den Königsblauen ausgesprochen haben, Klammer zu, an der Ablöseforderung scheitern. Sprich, Schalke ist sich mit dem Spieler schon klar, der Spieler will auch nach Schalke. Nur die beiden Clubs haben noch so verschiedene Welten über diese Philosophien. Und Man City wollte den Verteidiger, den serbischen Innenverteidiger, ich hatte vorhin recht, am liebsten verkaufen. Und Schalke sagt aber, wir wollen jetzt mal gucken, wie er sich entwickeln würde. Wir haben schon viele Innenverteidiger gehabt, aber irgendwie sind die alle nicht so dolle. Und deswegen wollen wir ihn erstmal leihen. Und wenn er seine Sache gut macht, dann möchte man ihn kaufen. Und deswegen ist man sich so ein bisschen im Unklaren, wie preislich soll man sich relativ nahe sein. Und bei der Leihe mit Kaufoption könnte man vermutlich etwas mehr Geld generieren, halt nur gestaffelt. Und ist immer so eine Sache, Man City, Financial Fairplay haben wahrscheinlich vor, noch jemanden zu kaufen. Deswegen möchten sie Nastasic lieber direkt verkaufen, statt ihn zu verleihen mit Kaufoption. Es gibt sich alles halt Hand in Hand. Und da muss man mal schauen, wie das Man City gedeichselt kriegt. Und ja, wenn City die Laie abnicken würde und unterschreiben würde, habe ich ja eben schon mal angeteasert, müsste man natürlich dann im Sommer gut Geld zahlen und wahrscheinlich auch mehr, als man jetzt bei einem festen Kauf täte. Dass City den Spieler nicht mehr ganz so braucht, ist auch klar. Trotzdem, Marktwert von Nastasic ist 21 Millionen. Der Vertrag läuft noch bis 2017. Sprich, verschenken wird Man City ihn gar nicht. Und ja, das macht es eigentlich einen Wintertransfer, einen festen Kauf, relativ unwahrscheinlich. Denn so viel Geld wird selten auf dem Wintertransfermarkt von deutschen Clubs ausgegeben. Und das heißt, wenn, dann könnte höchstens per Laie, wie gesagt, die Entscheidung hier stattfinden und Nastasic per Laie erstmal kommen mit einer satten Kaufoption für den Sommer. Man darf auf jeden Fall gespannt sein. Ich bin gespannt, was ihr zu dem Transfer sagt. Ich finde, das ist ein richtig krasses Talent. Das weiß jeder eigentlich, der sich mit dem Fußball so ein bisschen auskennt. Nun wäre es an der Zeit, zum Club zu wechseln, an dem er auch zeigen kann, dass er so ein richtig geiles Talent ist und nicht nur ein Talent, sondern das auch umsetzen kann. Und ich würde mich freuen, wenn er irgendwie in die Bundesliga käme, genauso wie es damals bei Hazard war. Und ja, mal schauen, wie sich das entwickelt, und mal schauen, wie ihr in den Kommentaren auf dieses Transfergerücht, muss man ja noch sagen, obwohl die beiden Vereine sich schon einig sind, also ist es eigentlich mehr eine News, aber ist noch ein Gerücht, von daher erstmal gucken, wie ihr reagiert, und dann sehen wir weiter. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat und die News allgemein gefallen, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben, das unterstützt mich halt, und ich sehe, ihr wollt mehr davon. Wenn ihr sonst noch Transfers habt, die mir durch die Lappen gehen, die ihr unbedingt vertont haben wollt und mit schönen Bildern versehen haben wollt,
dann schreib den Link dazu. Ich brauche immer eine Quelle, es ist ganz wichtig, damit ich das auch fundieren kann, was ich hier sage. Also dann den Transfer mit Link, beziehungsweise das Gerücht mit Link in die Kommentare. Und dann gucke ich mal, wann ich Zeit habe, das zu machen. Könnte eigentlich immer relativ zeitnah passieren, wenn ihr euch jetzt noch beeilt. Von daher macht's ruhig und wir hören uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, lasst ein Abo da, falls ihr das noch nicht getan habt. Dann verpasst ihr nämlich kein Transfervideo mehr. Zudem auch keins meiner anderen Videos mehr. Und ja, das wäre eigentlich eine ganz feine Sache. Und wir hören uns und sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao, euer Heelfakti.